Ja, es gibt sie, die gefühlt unendlichen Gründe, sich für ein OnePlus Nord 2 zu entscheiden. Und auch ich habe das Gerät bis jetzt wirklich hochgejubelt, denn für den Preis ist es echt ein gelungenes Smartphone. Doch, sieh an, es gibt auch Kritik an diesem Smartphone und genau dafür ist das heutige Video da, denn ich nenne euch 5 Gründe, die gegen den Kauf eines OnePlus Nord 2 sprechen. Habt ihr Lust darauf? Dann bleibt dran. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit wie immer, willkommen zurück auf dem Smartphone-Blogger-Kanal und vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Im Intro habe ich schon gesagt, wir sprechen heute über das OnePlus Nord 2 und es gibt wirklich einige Gründe, die gegen ein OnePlus Nord 2 sprechen. Und wenn ihr aber sagt, okay, die Kritik interessiert mich gar nicht, ich möchte nur Gutes hören, schaut mal hier oben vorbei, denn ich habe auch 5 Gründe für den Kauf des OnePlus Nord 2 zusammengefasst. Und wenn euch solche Videos hier gefallen, dann macht es euch doch ganz einfach, abonniert meinen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Aber ihr habt nicht eingeschaltet, um etwas über mich zu erfahren, sondern um 5 Gründe zu hören, die gegen den Kauf des OnePlus Nord 2 sprechen und deshalb beginnen wir jetzt einfach mal. Der erste Kritikpunkt, das merkt man direkt auf dem Display, es sind einfach nur 90 Hertz. Ich sag's nochmal, 90 Hertz. Ich könnte jetzt natürlich damit anfangen, mal wieder über die Apple-User herzuziehen, die nur ein 60 Hertz Display haben und wo wir immer wieder hören, ah, mehr brauche ich doch überhaupt nicht. Doch in der Mittelklasse bei Android-Smartphones sieht es mittlerweile so aus, 120 Hertz gehören zum guten Ton. Und das hat man beim OnePlus Nord 2 nicht gemacht. Ich habe mich zwar mit der PR-Firma von OnePlus auseinandergesetzt und man hat mir dazu auch ein Feedback gegeben. Das hatte ich euch übrigens schon in meinem ausführlichen Review zum OnePlus Nord 2 gezeigt. Doch ich greife es hier auch nochmal auf und darin heißt es auch, dass man sich auf die wichtigen Dinge eines Smartphones oder beziehungsweise der Community-Wünsche fokussiert und dabei waren die 120 Hertz hinten angestellt. Das ergibt natürlich Sinn, denn wenn man einen Flagship-Killer erstellen will, muss man auch irgendwo einsparen, aber 120 Hertz, come on, das braucht man mittlerweile schon. Weiter geht es dann mit der Kamera und ja, in meinem Video mit 5 Gründen für das OnePlus Nord 2 habe ich gesagt, es hat eine sehr gute Hauptkamera, doch eins muss man auch sagen, diese 2 anderen Kameras, die man verbaut hat, die sind solide, aber gerade der Ultraweitwinkel war doch eines der Kaufargumente in der OnePlus 9 Reihe, denn hier hat man gesagt, man möchte einen der besten Ultraweitwinkel in einem Smartphone verbaut haben, denn das ist das, was User wirklich möchten. Komischerweise hat man das im OnePlus Nord 2 dann allerdings nicht gemacht. Also frage ich mich, das passt nicht ganz zusammen. Oder ich verstehe es sehr wahrscheinlich falsch. Ich hätte mich hier aber wirklich ein ausgewogenes Kamera-Setup gefreut und nicht eine geniale Kamera und 2 Kameras, die gefühlt wieder hinten runterpassen. Was mich auch übrigens dann zu der Monokamera da unten bringt. Warum? Dann kommen wir zum Thema Charging und ja, wir müssen sagen, 65 Watt Warp Charge von 0 auf 100 in einer halben Stunde, come on, genial, das möchte ich haben. Aber dann gibt es auch noch die Sache mit dem Wireless Charging und auch das gehört für mich in ein Smartphone rein, denn ich möchte nicht immer mit dem Kabel da rumfriemeln, sondern zwischendurch einfach gerade mein Smartphone auf die Ladestation legen und es nach 20 Minuten runternehmen und das reicht mir dann auch. Ich habe nicht immer den Anspruch von 0 auf 100 so schnell durchzuschießen. Seht ihr das übrigens anders und ihr sagt, hey, ich brauche gar kein Wireless Charging, schreibt es gerne mal hier unten in die Kommentare. Auch der nächste Kritikpunkt dürfte für viele vielleicht an den Haaren herbeigezogen sein, doch eine IP-Zertifizierung hätte ich mir auch beim OnePlus Nord 2 gewünscht. Ja, auch das ist vielleicht nicht das wichtigste Feature, doch als ich die Aufnahmen für das Gerät erstellt habe, kam mir diese Frage, geht das überhaupt? Und ich habe es mich dann nicht getraut, da ich natürlich kein Risiko eingehen möchte. Aber so eine Zertifizierung finde ich ist schon extrem wichtig und könnte auch ein exzellentes Aushängeschild für ein OnePlus Nord 2 sein. Und auch das würde sich medial perfekt bewerben lassen. Gerade viele Flagships haben dieses Feature. Und wenn es ein Flagship-Killer ist, warum gibt es das dann nicht? Bei meinem letzten Punkt muss ich vielleicht noch mal kurz ausholen, denn ich habe es immer wieder zwischendurch gesagt, das OnePlus Nord 2 wurde als Flagship-Killer beworben. Und versteht mich nicht falsch, das ist es auf eine gewisse Art und Weise auch. Und ich habe viele Diskussionen auch bei Twitter mitbekommen, wo es auch hieß, wenn es das wirklich ist, dann müsste es noch viel bessere Specs haben. Man hat es hier wirklich geschafft, für 399 Euro ein gelungenes Smartphone anzubieten, was für die meisten Leute in der Mittelklasse reichen sollte. Ich störe mich dann trotzdem daran, dass es die besten Smartphones irgendwie dann killen könnte, weil das kann es ja irgendwie augenscheinlich nicht, wenn man meine Kritikpunkte mal aufnehmen würde. Und dann kommen wir zu meinem wohl doch größten Kritikpunkt, denn auch ich bewerbe das Ganze immer für das beste Smartphone für unter 400 Euro. Dafür bekommt ihr aber gerade mal einen internen Speicher von 128 GB und das ist definitiv
zu wenig. Willkommen in der Realität, Updates, WhatsApp-Verläufe, Fotos, Bilder, alles, Videos und. All das, was ihr wirklich habt, das frisst am Ende viel mehr Speicher. Und ich möchte nicht irgendwelche Apps löschen müssen, nur damit das Ganze funktioniert. Denn der Speicher lässt sich hier auch nicht erweitern. Heißt, ihr müsst die größere Speicherkonfiguration kaufen. Und dann, schnallt euch an, kostet das Ganze 499 Euro. Und das ist einfach mal ein satter Aufschlag von 100 Euro. Natürlich bekommt er dafür noch mehr Arbeitsspeicher geboten. Nichtsdestotrotz finde ich das sehr unverhältnismäßig. Einen Aufschlag von 50 Euro hätte ich noch toleriert und dann passt das Ganze auch. Aber so fallen wir wieder auf den Marketing-Trick rein, in dem es heißt, für unter 400 Euro bekommt ihr das OnePlus Nord 2. Doch wenn ihr wirklich die beste Ausstattung wollt, fällt es für viele schon wieder raus. Denn dieser saftige Aufschlag von 100 Euro, ich tue mir schwer. Wie gesagt, das waren 5 Kritikpunkte und darüber kann man auch streiten oder beziehungsweise sagen wir mal so debattieren. Und das können wir gerne unten in den Kommentaren. Und wie immer gilt es, bleibt fair miteinander. Es sind nur Smartphones. Es gibt wesentlich wichtigere Dinge vielleicht im Leben. Ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.